Liebe Schwestern, liebe Brüder, dieser Mann, den die Kirche heute feiert, dieser Apostel Andreas, er steht nicht im Mittelpunkt. Das Evangelium stellt ihn nicht so heraus wie der Erste im Zwölfergremium, wie seinem Bruder, Petrus. Und doch erfahren wir von ihm in den verschiedenen Berichten der Evangelien so tiefe Dinge, die uns erkennen lassen, was es eigentlich bedeutet, Apostel zu sein. Das Erste ist, man muss ein suchender Mensch sein. Nicht satt, nicht selbstzufrieden, nicht stolz, sondern mit offenen Augen zu suchen. Wo ist die Richtung des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens? Wo geht es mit mir hin und mit den anderen? Und so weiß das Johannesevangelium zu berichten, dass Andreas sich Johannes dem Täufer in der Wüste anschloss. Anders also als sein Bruder Petrus, der verheiratet war und eine Familie in Kapernaum hatte. Andreas, so feiert ihn die Orthodoxie, ist der Jungfräuliche in dieser Familie, der mit dieser asketischen Wüstenbewegung in Kontakt ist. Und er hat etwas gefunden, er hat jemand gefunden, dessen Botschaft ihn anspricht, dessen Botschaft ganz ausgerichtet ist auf das Reich Gottes. Und dann sagt sein Meister eines Tages, im Hinweis auf Jesus, der zum Jordan kommt, seht das Lamm Gottes. Das ist das zweite Kennzeichen des Apostels, auch wieder aufzubrechen. Sich nicht zufrieden zu geben, sondern sich hinweisen zu lassen. Und das Johannesevangelium weiß am Beginn zu sagen, er ist einer der beiden, die Jesus folgen auf diesen Hinweis ihres alten Meisters Johannes hin. Und die mit ihm Zeit verbringen, die ihn fragen, Herr, wo bleibst du? Wo ist deine Bleibe? Und es wird ihr ganzes irdisches Leben beanspruchen, zu erkennen, wo die Bleibe Jesu ist. Nicht in irgendeinem Haus, nicht irgendwo zu Gast sein, sondern beim Vater ist seine Bleibe. Denn er ist ganz aus dem Vater. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Und so bedarf es einer lebenslangen Suche, beim Vater zu bleiben, nachzufolgen. Andreas, dieser Tatkräftige, ist aber nicht, wie wir das dann manchmal denken, Sucher, ja. Er lässt sich hinweisen, ja, dann ist er vielleicht einer von diesen möglichen meditativen oder verträumten Typen. Das ist nicht Andreas. Andreas steht mit beiden Beinen, mit beiden Füßen auf dem Boden. So erzählt es uns die Begebenheit von der Brotvermehrung. Er sieht die vielen Menschen, er weiß keinen Ausweg, aber er hat diesen einen Jungen im Blick. Mit den 5 Gerstenbroten und den 2 Fischen. Er weiß, dieser kleine Kerl hat etwas dabei. Aber das ist natürlich für so viele nichts. Aber er ist es, der Jesus den Hinweis gibt. Und Jesus kann daraus etwas machen. Das heißt, die Realität, auch die Not dieser Welt zu Christus zu bringen. Selbst in unserer eigenen Ratlosigkeit. Und dann darauf zu vertrauen, dass er daraus etwas zu machen vermag, zu schaffen vermag, dass er zu helfen vermag, auch das ist grundapostolisch. Und schließlich eine Brücke zu sein. Jene Griechen, die zum Fest kommen, sie wenden sich an Andreas und Philippus. Das sind die beiden Apostel, die griechische Namen tragen. Die sind für sie Ansprechpartner, Dolmetscher. Sie bilden eine Brücke zu Jesus, aber Jesus antwortet mit einem rätselhaften Wort von dem Weizenkorn, das in die Erde fällt. Nicht der vorschnelle Dialog, dieses große Zauberwort, wo man schnell etwas redet, aber nichts gesagt wird, sondern das tiefe Verstehen
ist Kommunikation mit Jesus. Sein Wort so anzunehmen, auch wenn es uns im ersten Augenblick verborgen erscheint oder es erscheint uns, es ist gar keine rechte Antwort auf die Frage, die diese Griechen haben, möglicherweise in ihrer Neugier. Sie wollen ihn einfach sehen, sie wollen ihn einmal sprechen. In unserer Zeit, in der so viel geschwätzt wird, sind gerade solche Apostel wichtig, die verstehen helfen, die Brücken bauen, hinein in das tiefe Mysterium dessen, der sein Leben gibt, damit wir wahrhaft leben, in seiner Nachfolge. Die Überlieferung weiß, dass er in Patras gekreuzigt wird, auf dem Peloponnes. Die Überlieferung sagt, dass er der große Apostel der späteren byzantinischen, also der griechisch sprechenden Kirche ist, während es, wie wir nur zu gut wissen, sein Bruder Petrus in die lateinische Christenheit verschlägt und er dorthin geht. Und zu Recht weist Papst Benedikt darauf, dass gerade hierin, in diesem Brüderpaar, das Beziehungsverhältnis dieser beiden großen Kirchen besteht, nämlich wahre Schwesterkirchen zu sein. Und so ein starker Brückenkopf gebildet ist in unsere mehr sich selber säkularisierende Welt und leider Gottes auch sich selber säkularisierende Kirche. Dieser Apostel ist mit seinem Bruder ein starker Anhaltspunkt. Wenn man seiner Eigenart folgt, der apostolischen Botschaft, die er für uns bereithält, gehen wir niemals fehl, sondern enden immer bei dem, der Anfang und Ende ist, bei Christus.